Die Habsburger herrschten jahrhundertelang über Österreich und das Heilige Römische Reich. Ihr Aufstieg war geprägt von Glück, Zähigkeit und einer klugen Politik. Das große Konzept, mit dem die Habsburger erfolgreich werden, Tu Felix Austria Nube, beginnt sozusagen schon mit dem Dynastiegründer. Doch ursprünglich waren sie gar keine Österreicher. Die Familiengeschichte begann am Rhein, wahrscheinlich im Elsass. Die Politik der Habsburger war ja damals, möglichst viel von den kleinen Adligen zu übernehmen und das alles zu integrieren in ihr Gebiet. Ab dem 10. Jahrhundert waren die Habsburger im Aargau in der heutigen Schweiz daheim. Die Habsburger waren lange Zeit die Bösen in der Schweizer Geschichte. Heute sieht man das ein bisschen lockerer und entspannter an. Von hier aus brachen sie als niedrige Adelige auf, um zuerst Österreich und dann ein Weltreich zu beherrschen. Gott erhalte, Gott beschütze. Am 1. April 1989 erklang in Wien noch einmal die alte Volkshymne. An diesem Tag wurde Zita, die letzte österreichische Kaiserin, zu Grabe getragen. Noch einmal erschien die Habsburger Monarchie in ihrem alten Glanz. Nach der Messe bewegte sich der Trauerzug vom Stephansdom zur Kaisergruft. Wer begehrt Einlass? Zita, die Kaiserin von Österreich, gekrönte Königin von Ungarn, Königin von Böhmen, von Dalmatien, Kroatien, Slawonien, Galizien, Lodomerien und Illyrien. Doch in der Kapuzinergruft liegt nur Zitas einbalsamierter Körper. Ihr Herz blieb in der Schweiz, wo sie auch ihre letzten 27 Lebensjahre verbracht hatte. Zita und Kaiser Karl waren nach dem Ende der Monarchie von den Briten in die Schweiz gebracht worden. 1962 ließ sich Zita endgültig hier nieder und verbrachte die letzten Jahre ihres 70-jährigen Exils im Stift Zizers. Ihr Herz wurde in der Loreto-Kapelle im aargauischen Kloster Muri beigesetzt. Zita selbst hatte hier die letzte Begräbnisstätte der Habsburger errichten lassen. Die habsburgischen Leichname wurden ja aufgeteilt, die Eingeweide kamen in den Stephansdom, die Körper in die Kapuzinergruft, die Herzen in die Loreto-Kapelle von St. Augustin. Und so entscheidet man nun wiederum in einer Loreto-Kapelle, diesmal im Kreuzgang von Muri, eine Familiengruft anzulegen. Und die erste Beisetzung ist ein Herz. Es ist das Herz von Kaiser Karl. Kaiser Karl starb 1922 auf Madeira. Er wurde dort in der Kirche Nossa Senhora de Monte begraben. Das Herz wurde ihm aber entnommen und von seiner Witwe Kaiserin Zita verwahrt. Und dieses Herz nun wird 1970 in der Loreto-Kapelle zu Muri bestattet. Seit 1989 sind Karl und Zita hier im Tod wieder vereint. Ihr Herz ruht nun an der Seite des Herzens ihres Mannes Kaiser Karl, ebenfalls in einem schwarzen Marmorblock. Damit schloss sich auch ein Kreis, denn das Kloster Muri ist nicht nur die jüngste Begräbnisstätte, sondern gleichzeitig auch die älteste Grablege der Familie Habsburg.
Hier liegen die ersten und die letzten Habsburger Herrscher. Das Benediktinerkloster wurde um das Jahr 1027 vom Habsburger Ahnen Radbot und seiner Gemahlin Ita von Lothringen gestiftet. Im 17. Jahrhundert barockisierte Muri die Kirche und errichtete einen achteckigen Zentralraum. Das Oktogon des Kirchenraumes ist in seiner Art einmalig und der größte Kuppelzentralbau der Schweiz. Vor dem Chorgitter der Klosterkirche ruhen die sterblichen Überreste der beiden Klosterstifter Radbot und Ita. Aber auch Otto II., bei dem als erstem Vertreter der Familie der Name Habsburg verbürgt ist, und andere Frühhabsburger sind in der Klosterkirche Muri bestattet. Bewacht durch das Stifter-Ehepaar Radbot und Ita führt die schwarze Inschrifttafel auf dem Stifterdenkmal alle Habsburger Ahnen auf, die in Muri ihre letzte Ruhe gefunden haben. Zita war die letzte habsburgische Monarchin, die von Österreich in die Schweizer Stammlande im Aargau zurückkehrte. Der erste Habsburger, der den umgekehrten Weg nahm und die Zukunft der Familie mit Österreich verknüpfte, war Albrecht II., genannt der Lahme oder der Weise. Zwar war sein Vater Albrecht I. der erste Habsburger, der sich von Österreich nennen konnte, doch heimisch wurde dieser an der Donau nie. Erst sein Sohn Albrecht II. Legte den Grundstein für den Ausbau der Hausmacht in den österreichischen Landen. Der hat den Fokus mehr auf das gelegt, was vom Albrecht I. noch als Osten gesehen worden ist. Und hat gedacht, ja, aus dem kann ich wirklich mal ein größeres, zusammenhängendes Gebilde machen, das mir nicht so viele Probleme bereitet wie dieses Klein-Klein in den Stammlanden. Also ich glaube, der Fokus hat sich einfach in ein anderes Gebiet unter Albrecht II. Verlagert, auf Österreich. Während seiner Regentschaft kam es zur endgültigen Verwurzelung der Habsburger in den österreichischen Landen, die sie nun in zweiter Generation beherrschten. Die Dynastie verdankt ihm die Festigung der Hausmacht sowie den Erwerb von Kärnten und Krain. Albrecht II. Verbrachte viel Zeit in Wien, das dadurch zunehmend zum Herrschaftszentrum wurde. Aber er hat noch andere Dinge gemacht, die, finde ich, für Österreich sehr wichtig sind. Er hat eine Chronik verfassen lassen, ja, so eine Art Geschichtswerk. Und das war auch aus einem propagandistischen Grund, weil er hat versucht, eine Art Gemeinschaftsgefühl, ja, dieser Leute, dieser Untertanen bereits dadurch zu schaffen. Ja, oder dass die eine Art Selbstbewusstsein für ihr Land bekommen. Das finde ich zum Beispiel sehr revolutionär. Und was ebenfalls sehr wichtig war für dieses österreichische Bewusstsein, er hat die Kartause Gamin gegründet und er hat bestimmt, dass er dort auch bestattet wird. Ja. Und für diese christlichen Herrscher war das enorm wichtig, wo ich begraben bin. Ja, weil das ist die Zeit, wo ich warte, sozusagen auf die Ewigkeit, bis ich wieder auferstehe. Und dass das ausgerechnet in Niederösterreich, also in einem dieser ehemals bambergischen Länder ist. Auch das zeigt, dass er der Schwerpunkt ja, ist bereits jetzt in Österreich und nicht mehr in diesem habsburgischen Stammland. Also ich glaube, das ist, sind zwei enorm wichtige Dinge für dieses sogenannte Österreich-Bewusstsein. Aufgrund eines Gelübdes sollte das Kloster ursprünglich in der Pfarre Malters bei Luzern gestiftet werden. Doch Albrecht, dem die Ausführung des Gelübdes übertragen worden war, entschied sich bewusst für Gaming im niederösterreichischen Mostviertel als Ort der Klostergründung. Er und seine Frau Johanna von Pfirt sind in der nachträglich barockisierten Klosterkirche vor dem Hauptaltar begraben. Die Kartause Gaming ist damit die älteste Grablege der Habsburger in Österreich. Mit der Wahl Rudolfs zum römisch-deutschen König sind sie in die oberste Liga aufgestiegen. Mit Albrecht II. Waren die Habsburger endgültig in Österreich angekommen. Doch wie kamen sie überhaupt hierher? Und woher stammen sie eigentlich? Als Rudolf I. 1273 gekrönt wurde,
konnte er auf eine rund 300-jährige Geschichte zurückblicken. Das vergisst man manchmal, weil doch das ein wichtiges Eckdatum ist. Und diese 300-jährige Geschichte hat ihre Wurzeln im Elsass und im Aargau. Der erste schriftliche überlieferte Vorahne von Rudolf ist Guntram der Reiche. Wir finden ihn in den Acta Murensia, die allerdings später geschrieben wurden, also auch mit Vorsicht zu genießen. Aber wichtig ist eigentlich, dass er wirklich als elsässischer Fürst dort eben seinen Wirkungskreis hatte. Guntram hatte einen Sohn, Kanzelin von Altenburg, und es war entweder Guntram oder eben schon Kanzelin, die dann Gebiete im heutigen Aargau erworben hatten. Also die Ausdehnung war eigentlich bei den Vorfahren schon angelegt. Es war ihr Wunsch, eben sich hier auch niederzulassen. Um die angekauften Gebiete im Aargau auch bewirtschaften zu können und vor allem um die eigenen Länder und die Grenzen zu den Nachbarländern zu beschützen, brauchte es eine Burg. Außerdem war so eine Burg ein weithin sichtbares Herrschaftssymbol. Radbot, der Sohn von Kanzelin, nahm die Aufgabe in Angriff. Verbunden mit der Legende, dass ein Habicht ihn auf den Wülpelsberg geführt habe und er dies als Zeichen des Baus der Habsburg ansieht. Übrigens leitet sich vermutlich der Name Habsburg auch vom Namen des Habichts ab, also Habichtsburg, Habsburg. Es ist schwer vorstellbar, dass das mächtige Haus Habsburg in der heute bescheiden wirkenden Burg gleichen Namens seinen Anfang genommen haben soll. Doch die frühen Habsburger hatten schon alle Anlagen für einen späteren Erfolg. Einerseits Glück, also die aussterbenden Dynastien, andererseits eben eine schon sehr früh bemerkbare Heiratspolitik und drittens auch eine gewisse Zähigkeit, die notwendig ist, um dahin zu kommen, wo die Habsburger hingekommen sind. Die Initialzündung für den kometenhaften Aufstieg der Habsburger war 1273 die Wahl von Rudolf I. zum römisch-deutschen König. Die Wahl traf ihn überraschend, auch weil er nur ein kleiner Graf war und nicht zu den mächtigsten Fürsten des Reiches gehörte. König Ottokar II. Von Böhmen war damals mit Abstand der bedeutendste Reichsfürst und sah sich als natürliches Oberhaupt des Reiches. Doch sein scheinbar unaufhaltsamer Aufstieg ging den anderen Reichsfürsten zu rasant vor sich. Daher entschieden sie sich für einen Kompromisskandidaten. Rudolf überraschte jedoch alle. Man erhoffte sich mit ihm, dass wieder Ruhe in diese unruhigen Zeiten kommt. Er war nicht mehr der Jüngste, er war 55-jährig, als er gewählt wurde. Das war sicher auch ein Kriterium aus meiner Sicht. Und er bewies eigentlich diesen Mix, die Persönlichkeit war geprägt einerseits eben von dieser Güte, die manchmal auch hinaufstilisiert wurde, natürlich der gute Graf, aber er war auch, hat auch eine kriegerische Seite. Also er konnte wie mit beiden Polen sehr gut umgehen. Also ich glaube, das ist die Gesamtpersönlichkeit, die aufgefallen ist und die aus meiner Sicht zu dieser Wahl geführt hat. Man erhoffte sich natürlich etwas, man setzte auf ihn, weil man ihm das auch zutraute, dass er das stemmen könne, eben Friede und Strukturen wieder ins Heilige Römische Reich zu bringen. Rudolf war ein geschickter Diplomat. Als Reichsoberhaupt war sich der pragmatische Habsburger seiner Grenzen bewusst. Sein Geschlecht war noch zu neu und er versuchte einen langsamen und vorsichtigen Ausbau seiner Position. Trotzdem konnte er den Familienbesitz weiter vergrößern und im Südwesten des Reiches einen geschlossenen Machtbereich etablieren.
Rudolf war also keineswegs der arme Graf, zu dem er von der Nachwelt stilisiert wurde. In seiner Regierungszeit passiert auch etwas, was wichtig ist, was mir wichtig erscheint in dieser Zeit, die Rolle der Städte. Ich stelle mir vor, dass Rudolf nicht der Schlosstyp war, sondern eigentlich der Stadttyp. Er war ja auch in Brugg, eine Habsburger Gründung. Er hatte dort eine Residenz. Und er sagte, das Rittertum ist eigentlich vorbei. Die Zukunft liegt in den Städten. In Brugg wurde die bestehende Siedlung befestigt und mit Stadtrechten versehen. Die Lage war verkehrstechnisch günstig an der engen Aare-Schlucht. So war es möglich, den Handel zu kontrollieren und Zölle einzuheben. Bis heute hat Brugg seinen mittelalterlichen Charakter behalten. Aber auch hier auf dem Schloss Wildeck haben wir eine Spur der Habsburger. Die Trutzburg, also ein Teil des zweitürmigen Schlosses, ist habsburgisch. Wir sind hier in einer habsburgischen Gründung. Sieht man von außen natürlich heute nicht, weil das Schloss barockisiert ist. Ein barockes Schlösseli, sagen wir. Aber im Grunde genommen ist hier der Kern, auf dem wir sitzen, habsburgisch. Auch Schloss Lenzburg hat eine Zeit erlebt, wo die Habsburger residiert hatten auf der Lenzburg. In der Schweizer Stadt Baden, die 1297 gegründet wurde, richteten die Habsburger ihren ersten Verwaltungssitz ein. Baden besaß sowohl das Markt- als auch das Stadtrecht und durfte Zölle einheben. Oberhalb der Stadt befand sich die Burg Stein, wo sich auch die Archive der frühen Habsburger befanden. Diese habsburgischen Gründungen florieren bis heute und überziehen den Kanton Aargau mit einem Netz urbaner Zentren, wo sich um den historischen Kern der Städte wirtschaftliches und kulturelles Leben entfaltet. Mit dem Ausbau der Städte erwies sich Rudolf als moderner und fortschrittlicher König, der vielleicht doch nicht so fügsam war, wie sich die Kurfürsten dies erhofft hatten. Als Rudolf von Habsburg 1273 zum König gewählt wird, hat er von Anfang an einen Konflikt mit dem mächtigsten der Reichsfürsten. Das ist natürlich König Ottokar II. Przemysl von Böhmen, nunmehriger Herr auch der babenbergischen Länder. Rudolf war klar, dass er nur die volle Autorität als König gewinnen konnte, wenn er diesen mächtigen Rivalen neutralisieren würde. Rudolfs erster Zug in dieser Partie war ein politischer. Er verlangte die Ländereien zurück, die Ottokar sich einverleibt hatte. Noch kommt es nicht zum Konflikt, es kommt zu einem Kompromiss. Rudolf ist verbündet mit eigentlich dem gesamten Fürstenstand des Heiligen Römischen Reiches gegen Ottokar. Es kommt zum Kompromiss von Wien. Rudolf belehnt Ottokar mit dem przemyslidischen Erbe, also mit Böhmen, Mähren, Schlesien. Aber die babenbergischen Länder zieht er ein und macht sie direkt dem Reich untertan. Rudolf residiert zwar als König des Heiligen Römischen Reiches in der Wiener Hofburg, nicht als Herzog von Österreich. Noch sind die Habsburger nicht Landesfürsten dieser Länder. Der Kompromiss von Wien schien ein Friedensschluss zu sein. Doch er war nur eine Atempause bis zur unvermeidlichen Entscheidungsschlacht. Im August 1278 besiegte Rudolf Ottokar in der berühmten Schlacht auf dem Marchfeld. Der Erzrivale war ausgeschaltet. Und nun macht Rudolf etwas sehr, sehr Kluges. Er weiß ganz genau, wie weit er seine Macht nutzen kann.
Und diese würde nicht reichen, nun die Länder seines einstigen Gegners ebenso zu kassieren. Das heißt, er anerkennt sofort Ottokars Sohn als neuen König von Böhmen und verlobt ihn mit der eigenen Tochter. Das große Konzept, mit dem die Habsburger erfolgreich werden, Tu Felix Austria Nube, beginnt sozusagen schon mit dem Dynastiegründer. Dann machte sich Rudolf an die Absicherung der ehemals babenbergischen Länder Österreich und Steiermark. 1282 belehnte er seine beiden Söhne Albrecht und Rudolf mit den Herzogtümern Österreich, Steiermark, Krain und der Windischen Mark zur gesamten Hand, also ungeteilt. Erst ab diesem Zeitpunkt sind die Habsburger Landesfürsten von Österreich. Die Durchsetzung der Herrschaft verlief aber nicht ohne Komplikationen. Der selbstbewusste Adel akzeptierte keine gemeinschaftliche Regierung der Brüder. Daher bestimmte Rudolf seinen älteren Sohn Albrecht zum alleinigen Regenten. Der jüngere, Rudolf II., sollte mit Territorien oder Geld entschädigt werden. Die Nichteinhaltung dieser Bestimmung sollte sich später noch rächen und zu einem Eklat führen. Als neuer Landesherr besetzte Herzog Albrecht wichtige Schlüsselpositionen im Land mit Vertrauten aus seiner schwäbischen Heimat, die rasch zu einflussreichen und vermögenden Adelsfamilien aufstiegen. Das löste bald großen Unwillen bei den einheimischen Eliten aus. Und der lokale Adel ist natürlich gar nicht glücklich, dass da Leute von außen kommen, die sich als fremde Vögte aufspielen und versuchen, sie zu verdrängen. Ja, die Politik der Habsburger oder generell von Landesfürsten war ja damals, möglichst viel von den kleinen Adligen zu übernehmen und das alles zu integrieren in ihr Gebiet. Also man muss sich ja vorstellen, wenn jemand kommt aus der ehemaligen Schweiz, der redet anders, ja? Der hat anderes Gewand an. Also man sieht einfach sofort, das ist unter Anführungszeichen ein Fremder. Ja? Nicht der König selber, also der Albrecht I. war natürlich auch ein Fremder in Wien, das ist klar. Aber also diese Könige oder diese Hochadeligen im Mittelalter, die muss man sich vorstellen wie Topmanager. Also der, weiß ich nicht, heute ist ein Topmanager, der arbeitet ein paar Jahre in Frankfurt, dann arbeitet ein paar Jahre in New York, dann kommt er nach London. Er ist mehr oder weniger überall ein Fremder, spielt keine Rolle. Ja. Es hat auch eben keine Rolle gespielt, dass Albrecht I. vielleicht als Wien als Fremder aufgenommen wird. Problem ist es die anderen, die Unterläufer, ne, diese Ministerialen, die für ihn regieren. Dort ist es ein Problem, wenn die als Fremde wahrgenommen werden, weil es eben Aufstände. Bei diesen Aufständen griff Albrecht hart durch. Die Revolten in Wien und in der Steiermark wurden niedergeschlagen. Albrecht war seit 1274 mit Elisabeth von Görz Tirol vermählt. An der Seite ihres Gatten stieg sie politisch auf und wurde zunächst Herzogin von Österreich und Steiermark. Sie hatte großen Einblick in die politischen Verhältnisse und einen bedeutenden Einfluss auf Albrecht. Elisabeth von Görz Tirol, die ist anscheinend ziemlich gut ausgebildet. Die kann lesen und schreiben, was er wahrscheinlich nicht kann. Sie kann Latein und gilt als relativ clever, auch finanziell, auch geschäftstüchtig. Also sie regt später an, dass man die Salinen in Hallstatt bauen lässt. Und sie führt auch die Geschäfte des Reiches, wenn er abwesend ist. Also er hat Vertrauen in sie und sie bilden vielleicht, wenn man das so sagen darf, ein ideales Team. Er ist derjenige, der ziemlich brutal und zielstrebig reinhaut. Und sie ist dann die Vermittlerin, die nachher quasi konziliant mit den Gegnern redet und vielleicht noch mal was gut macht. Also das ist ein super gutes Team. Die beiden waren offenbar auch privat ein gutes Team. Dieser langen und als glücklich beschriebenen Ehe entstammten 21 Kinder, von denen jedoch 10 bereits im Kindesalter starben.
Also wenn man diese 21 Kinder von Albrecht I. anschaut, was die für Namen haben, das finde ich sehr interessant. Ja. Er gibt ihnen auf der einen Seite natürlich Habsburger Namen, also das ist Rudolf, Albrecht, Otto und so weiter. Aber er gibt ihnen auch alte Babenberger Namen, ja, wie Heinrich, Friedrich, Leopold. Und das ist ein propagandistisches ganz gutes Mittel, weil dann sehen diese Untertanen, aha, schaut's her, ich rekurriere schon auf die Herrscher, die ihr von früher kennt, nämlich die Babenberger, die sind zwar ausgestorben, aber wir werden da versuchen, ähnlich mit euch zusammen hier diese Länder aufzubauen. Im Alter von 40 Jahren zog sich Albrecht eine unerklärliche, schwere Vergiftung zu, die er nur mit knapper Not überlebte. Die Zeitgenossen gingen von einem Giftmordanschlag aus. Muss aber nicht sein. Also damals im Mittelalter, das Essen war extrem schlecht. Egal welchem Stand du angehört hast, das Essen war verdorben, ja, das Wasser hat man sowieso nicht trinken können. Also die Leute haben Bier und Wein getrunken, mit dem grauseligen Wasser vermischt. Ja, du hast ständig irgendwelche Magenkrämpfe gekriegt. Dann haben die irrsinnig viel Getreide natürlich gegessen, also alle möglichen Brei. Ja. Da waren dann Sachen drinnen, gestreckte Dinge, Tollkirschsamen, Hanfsamen. Klingt lustig, ja, war es aber nicht, weil auch da hast du unglaublich starke Vergiftungserscheinungen davon bekommen. Und das konnte dich jeden Tag treffen. Ja. Das ist völlig egal, ob du in irgendeiner Burg sitzt oder in deinem unbeleuchteten Bauernzimmer. Das konnte jeden treffen. Aber wenn es halt ein Herrscher war, hat man gesagt, ja, um Gottes Willen, sicherlich ein Giftmordanschlag. Dann haben es die sogenannten Ärzte geholt, das waren Bauer in Wirklichkeit. Ja. Und die haben den Albrecht I. an den Füßen aufgehängt. Weil sie waren der irrigen Meinung, also dann wird das Gift durch den Körper schneller durch den Mund abfließen. Ja. Und dieser ganze Stau aber von Blut und dergleichen hat dann eben ein Auge von ihm herausgedrückt und das ist dann herausoperiert worden. Also das waren so typische mittelalterliche Rosskuren. Ja. Als Medizin kannst du das eigentlich gar nicht bezeichnen. In Österreich war der ungeliebte Habsburger mit neuerlichen Aufständen konfrontiert. Gleichzeitig begann nun auch in seiner Aargauer Heimat ein Konflikt mit der als Trutzbündnis gegen die expandierenden Habsburger geschlossenen Schweizer Eidgenossenschaft. In dieser für die Zukunft des Hauses so komplexen Situation fiel Albrecht einem Mordanschlag zum Opfer. Am 1. Mai 1308 wurde er am Ufer des Flusses Reuss im Aargau von seinem Neffen Johann Parizida ermordet. Johann lauerte seinem Verwandten mit einigen Mitverschwörern auf. Bei einer Flussüberquerung wurde der Herzog von seinem Gefolge getrennt und von einem Schwerthieb Johanns niedergestreckt. Hintergrund der Bluttat war die ungelöste Frage der Abfindung der Ansprüche von Johanns Vater Rudolf II., dem jüngeren Bruder Albrechts, der 25 Jahre zuvor auf seine österreichischen Ansprüche verzichten musste und dafür entschädigt hätte werden sollen. Was nie geschah. Das ist ein Erbstreit, da steckt nichts anderes dahinter. Also der ist frustriert und wenn man sich das überlegt, die Leute können sich auch nichts nicht gedacht haben. Sie können ja nicht erwarten, dass sie dadurch, dass sie den König ermorden, dass sie da was gewinnen dabei. Sie werden auch dann in die Reichsacht getan. Die Habsburger verfolgen sie und alle vier kommen irgendwie um. Also das einer wird vermutlich exekutiert in Bruck und die anderen verlieren sich quasi in der Dunkelheit. Also da gibt es verschiedene Versionen, wo die verschwinden. Zum Gedenken an diese Familientragödie stiftete die Königswitwe Elisabeth von Görz-Tirol am Tatort ein Klarissenkloster, das Kloster Königsfelden. Der weitgehend original erhaltene Glasgemäldezyklus im Chor zählt zu den bedeutendsten Errungenschaften der europäischen Glasmalerei der Gotik. Die Darstellungen der Donatoren sind in den Chorfenstern teilweise noch vorhanden und zeugen von der Wichtigkeit Königsfeldens für das Haus Habsburg. Es war der Sohn von König Albrecht, der die Zukunft der Familie endgültig mit Österreich verknüpfte und die Entfremdung von der Aargauer Heimat einleitete. Auch er hieß Albrecht, genannt der Lahme oder der Weise.
er hat eine sehr gute Ausbildung gehabt. Ich glaube, das war auch sehr wichtig. Also er hat lesen und schreiben können. Das war sehr ungewöhnlich für Feudalherren. Ja, und er hat auch sehr gut Latein gekonnt. Er konnte sich auf Latein unterhalten. Das hat aber damit zu tun, dass er überhaupt nicht als Herrscher vorgesehen war. Ja. Weil er war der vierte Sohn erst und er war, wie es auch später bei den Habsburgern üblich war, der Kirche versprochen. Und Kleriker haben immer eine sehr gute Ausbildung bekommen, was Lesen, Schreiben, Latein und dergleichen betrifft. Ja. Und deswegen war er sehr gut geschult. Und dann mit 15 Jahren bereits, das klingt heute außergewöhnlich, war es damals aber nicht, da ist er zum Bischof schon geweiht worden. Diese Weihe ist aber vom Papst nicht anerkannt worden. Und daraufhin wurde beschlossen, na, er wird aus dem geistlichen Stand wieder herausgenommen, er wird in den weltlichen Stand überführt. Er hat dann regieren müssen, weil die Hausordnung so war, mit zahlreichen seiner Brüder, die alle älter waren als er. Ja? Und die haben sich das dann aufgeteilt, wer eben in diesen verschiedenen Territorien sozusagen die Macht und die Gewalt ausübt. Aber die sind dann alle gestorben. Es ist der Friedrich gestorben, es ist der Otto gestorben, es sind im Prinzip alle gestorben, bis auf den Albrecht II. Und der war dann derjenige, der hier die Macht ausgeübt hat. Schon bei seinem Regierungsantritt zeigten sich bei Albrecht erste Spuren einer ernsten Erkrankung, die zu Lähmungen der Hände und Beine führte und die ihm seinen Beinamen der Lahme einbrachte. Eine 1985 durchgeführte Obduktion ergab, dass der Habsburger an Polyarthritis litt, einer äußerst schmerzvollen Form von Gelenksrheumatismus. Obwohl er körperlich stark beeinträchtigt war, galt Albrecht II. Als bedeutender Herrscher. Während seiner 28 Jahre währenden Regentschaft kam es zur endgültigen Verwurzelung der Habsburger in den österreichischen Landen. Und das, obwohl die Mitte des 14. Jahrhunderts eine Katastrophenzeit war. Erdbeben und Heuschreckenplagen suchten damals Österreich heim. Da gibt es Chroniken, da steht drin, wir haben den Himmel vor lauter Heuschrecken nicht mehr gesehen. Da waren Wanderheuschreckenplagen, die haben die ganze Ernte zusammengefressen. Ja, dann war ein Kälteeinbruch mit Starkregen, da sind wieder die ganzen Felder verwüstet worden. Dann war die Hauptkatastrophe natürlich die Pest. Ja, also es haben verschiedene Pestarten, sind von der Halbinsel Krim über ganz Europa vorgedrungen. Also 1349 war dann schon in Norwegen die Pest. Ja, und bei uns hat es in Kärnten, Krain angefangen. Und hat sich dann natürlich auch fortgesetzt. Also das war eine Katastrophenzeit. Diese turbulente Zeit meisterte Albrecht II. Mit Bravour. Der Habsburger galt als angesehener Reichsfürst. Seine lange Regentschaft war geprägt von seinem gemäßigten Vorgehen. Daher auch sein zweiter Beiname, der Weise. Er hat unglaublich pragmatisch gehandelt. Er hat verstanden, das kann ich erreichen. Und es gibt Dinge, die kann ich nicht erreichen. Ja. Also durch seine ganze Krankheit, ja, diese sogenannte Lähmung, was man damals nicht genau gewusst hat, was es ist, war ihm dann irgendwann klar, ich kann nicht König werden, weil die Kurfürsten wählen mich nicht. Und er hat sich dann auf ganz andere Dinge konzentriert, wie den Ausbau eben der Macht eines neuen Landes, das dazugekommen ist. Das war Kärnten, ja, das ist mehr oder weniger ererbt worden und dann vom König, das war ein Wittelsbacher, bestätigt worden. Und vor allem, das ist meiner Meinung nach sehr wichtig, er hat eine Schwester gehabt. Ja. Und diese Schwester hat dieses Durcheinander unter Anführungszeichen in den Stammlanden in Ordnung gebracht. Ja. Weil er war dann doch schon mehr konzentriert eben also auf Österreich, sprich das war damals Niederösterreich, Steiermark und eben dieses neue Kärnten. Und diese ganzen Kleinkriege in der Schweiz, die hat mehr oder weniger seine Schwester, das war Agnes von Ungarn. Ja, man nannte sie die Königin der Schweiz. Agnes war die erste Habsburgerin, die über Ungarn herrschte. Als Gemahlin von König Andreas III. Verband sie die junge Königsdynastie mit den Ländern der Stephanskrone. König Andreas starb jedoch bereits 5 Jahre später und Agnes kehrte zurück in den Aargau. Dort kümmerte sie sich um das neu gegründete Kloster Königsfelden und etablierte es als habsburgisches Machtzentrum. Und dort hat sie dann in einem Nebengebäude wirklich groß Hof gehalten. Ja, also das war eine Person, die genau gewusst hat, ich muss hier repräsentieren, sonst werde ich nicht ernst genommen. Ne? Also das große Haus, die tollen Kleider, die ist großartig hier aufgetreten, hat natürlich auch dieses Kloster sehr gefördert und hat diese ganzen Streitereien, die da rundherum ständig stattgefunden haben, also relativ gut kontrollieren können. Ja? Die Agnes hat durch Verhandlungen, sehr kluge und geschickte Verhandlungen,
und immer wieder so kleine Friedensverträge hat die erreicht, dass dort mehr oder weniger in diesen Stammlanden einmal ziemlich lange eigentlich Ruhe geherrscht hat. Und das war das, deswegen die Königin der Schweiz, also das war das Verdienst sozusagen dieser sehr vernünftigen Frau. Sie war übrigens auch eine der ersten Frauen des Mittelalters, die eine eigene Bibliothek besessen hat. Ihr Bruder Albrecht hatte derweil mit einem anderen Problem zu kämpfen. Das Fehlen von männlichen Nachkommen wurde zu einer ernsten Bedrohung für das junge Haus Habsburg. In 15 Jahren Ehe waren dem Ehepaar Albrecht und Johanna zwar 5 Söhne geboren worden, die aber alle kurz nach der Geburt verstorben waren. Die Dynastie stand knapp vor dem Aussterben. Als letztes Mittel sah man eine Wallfahrt nach Aachen. Muss man sich alles einmal vorstellen. Der musste aufs Pferd gehoben werden. Der musste mit einem von Pferden gezogenen, einer Art Rollstuhl, in der Gegend herumfahren. Und dann sind die, also mit großem Gefolge natürlich, der Schweiz nach Aachen, den Rhein hinauf, aufgebrochen. Und dann haben sie dort sehr viele Reliquien gekauft und alle möglichen wundertätigen Amulette und sind wieder zurück. Und dann tatsächlich hat die Agnes, die Johanna von Viertern, also 9 Monate später, einen Habsburger zur Welt gebracht, der sehr berühmt geworden ist, Rudolf IV., ja, der Stifter. Herzog Rudolf IV., der Stifter, war der einflussreichste Habsburger des 14. Jahrhunderts. Trotz seiner kurzen Lebenszeit von knapp 26 Jahren prägte er in politischer und kultureller Hinsicht sein Herrschaftsgebiet nachhaltig. Die wohl bekannteste von Rudolfs Aktivitäten war eine Urkundenfälschung, das Privilegium Maius, das seine Dynastie de facto den Kurfürsten im Heiligen Römischen Reich gleichstellte. Mit der prominenten Fälschung schaffte Herzog Rudolf IV. Für Österreich den Sprung zum Erzherzogtum. Herzog Rudolf IV. Ist der Erbe der klugen Politik seines Vaters Albrecht II. Er übernimmt von seinem Vater ein gefestigtes Land. Die Herrschaft der Habsburger ist etabliert, ist gesichert. Und nun kann Rudolf versuchen, sich wieder ins Spiel der mächtigen Dynastien zu bewegen. Kaiser ist damals Karl IV. Aus dem Hause Luxemburg, der Prag zur europäischen Metropole macht. Rudolf ist mit dessen Tochter Katharina verheiratet. Und er versucht jetzt sehr schlau, das, was der Schwiegerpapa, der kaiserliche Schwiegerpapa in Prag macht, in seiner Residenzstadt Wien zu wiederholen. Karl gründet eine Universität in Prag, Rudolf gründet eine in Wien. Karl lässt den Veitsdom ausbauen, Rudolf macht den Stephansdom zu einer prächtigen Kathedrale. Er legte den Grundstein für den Umbau der romanischen Pfarrkirche zum gotischen Dom mit seinem hochaufragenden Südturm, der bis heute das Wiener Stadtbild prägt. Doch Rudolf konnte seine Visionen nicht umsetzen. 1365 starb er mit nur 26 Jahren. Da er kinderlos blieb, ging die Herrschaft an seine jüngeren Brüder Albrecht III. Und Leopold III. Albrecht regierte über das heutige Niederösterreich, Oberösterreich samt dem Traungau und über das Salzkammergut. Leopolds Anteil umfasste die Steiermark, Kärnten, Tirol sowie die habsburgischen Besitzungen in der heutigen Schweiz. Sein Machtbereich war zersplittert, ein Konglomerat von Herrschaften, von denen viele nicht unter einer Verwaltungseinheit vereint waren. Leopold ging mit großer Härte vor, um die Kontrolle des familiären Streubesitzes zu bewahren. Dabei kam er in Konflikt mit der entstehenden Schweizer Eidgenossenschaft. Das ist ja auch
die Herausforderung für die Habsburger gewesen, wie man über solche großen Distanzen einigermaßen regieren kann. Das hat man eigentlich lange nicht wirklich gelöst, dieses Problem. Und von daher würde ich sagen, es ist eher so, dass der Osten herrschaftspolitisch für die Habsburger interessanter war. Man hat Bergbau, Steiermark, Kärnten auch, man hat die Donau mit den Zöllen, man hat die Salinen in der Steiermark. Das kann die Schweiz oder das Gebiet der damaligen Eidgenossenschaft nicht bieten. Also von daher ist dieser Konflikt hier eigentlich eher ein Nebenschauplatz, der interessanterweise dann in der Geschichtsschreibung aus schweizerischer Sicht dann sehr stark emporstilisiert wird zu einem großen Freiheitskampf, der aus habsburgischer Sicht das sicher nicht gewesen war. Bereits kurz nach dem Tod Rudolfs I. hatten die Kantone Uri, Schwyz und Unterwalden den ewigen Bund geschlossen, der ihre Freiheiten gegen die Machtgelüste der aufsteigenden Habsburger schützen sollte. Daraus entwickelte sich die Schweizer Eidgenossenschaft. Es war der Beginn eines lang andauernden Konflikts mit den Habsburgern. Die Eidgenossenschaft ist in der europäischen Geschichte eine etwas spezielle Konstruktion, als dass Landorte und Städte sich zusammentun und sich gegen die Fürsten stellen. Das gibt es nicht an sehr vielen Orten und vor allem es gibt nicht an sehr vielen Orten, wo es erfolgreich gewesen ist. Ich denke, diese Konflikte zwischen der Eidgenossenschaft und dem Haus Österreich sind etwas auf einer anderen Ebene gelegen, insofern, dass der Adel oder in diesem Fall Habsburg eigentlich die Legitimation der Eidgenossenschaft in Frage gestellt haben. Man hat die Eidgenossen als Adelsvertilger benannt. Also sie haben sich eigentlich gegen die legitime Ordnung in Europa gestellt. Und die legitime Ordnung ist eben nicht, dass Bauern oder Städter oder Handwerker regieren dürfen, sondern dass dies eigentlich dem Adel vorbehalten ist. Leopold startete einen Feldzug gegen die Eidgenossen und führte sein zahlenmäßig überlegenes Heer bei Sempach in die Schlacht gegen die schlecht bewaffneten, aber im schwierigen Gelände mobileren und ungleich entschlosseneren Schweizer. Es folgte eine spektakuläre Niederlage in der Schlacht von Sempach im Juli 1386. Die Schweizer Bauernarmee besiegte das professionelle Ritterheer. Herzog Leopold III. Fiel in der Schlacht. Für das Haus Österreich waren die Folgen der Niederlage gravierend. Sie führte zu einem Machtzusammenbruch in den aargauischen Stammlanden und leitete das Ausscheiden aus den nachmals eidgenössischen Gebieten ein. Die Habsburger waren lange Zeit die Bösen in der Schweizer Geschichte. Heute sieht man das ein bisschen lockerer und entspannter an. Diese nationalistische Zuweisung Habsburg gleich fremd, gleich deutsch, die funktioniert heute auf keinen Fall mehr. Also man ist ja mittlerweile doch recht stolz auf dieses habsburgische Erbe und möchte da hier auch zeigen, dass halt diese Entstehung der Eidgenossenschaft nicht einfach ein linearer Prozess war, sondern dass hier ganz unterschiedliche Entwicklungen zusammenkommen und die Habsburger ja letztlich auch bis heute in Muri ihr Standbein haben, ihre Grablege haben und hier also durchaus einen Teil habsburgisches Gedenken im Aargau weiterpflegen. Hier in Muri schließt sich auch ein Kreis von 1000 Jahren. Von den Anfängen eines Grafengeschlechts zu den Herzen des letzten Kaiserpaares.